Hey Freunde, willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute zeige ich euch, wie ich diesen tollen Flamingo mit meinen pinken Wasserfarben und meinem heißgeliebten Füller zeichne. Also, los geht's! Bevor ihr euren eigentlichen tollen Block vollschmiert, würde ich euch empfehlen, wir üben erstmal ein wenig, überhaupt den Flamingo zu zeichnen. Dafür nehme ich mir irgendein billiges Sketchbook. Das hier ist von Ikea, da habe ich auch schon ordentlich dran rumgekritzelt. Das hat, glaube ich, auch nur 1 Euro oder sowas gekostet. Und versuche erstmal die Form eines Flamingos zu zeichnen. Das ist nichts anderes wie so eine Fragezeichenform. Also schnappt euch irgendeinen billigen Block und macht ein paar Mal so ein langgezogenes Fragezeichen, weil das ist nachher die Grundform für euren Flamingo. Achtet bei dem Fragezeichen einfach nur darauf, dass der Beginn des Fragezeichens, also wo ihr oben mit der Linie anfangt, dass es auf derselben Höhe ist wie der Bauch des Fragezeichens. Jetzt könnt ihr einfach eine parallele Linie zeichnen zu der ursprünglichen Fragezeichenlinie, um euren Flamingo etwas Leben einzuhauchen. Dann gibt es auch oben noch den Schnabel, der ist immer so nach innen gebogen, so dass es halt erkenntlich ein Flamingo ist. Der Körper ist quasi so ein abgerundetes Rechteck oder ein sehr flacher Kreis, den ihr dann einfach hinten dran zeichnen könnt. Unten drunter so ein bisschen gekritzelt und ein paar Linien für die Federn und dann nimmt das Ganze schon Form an. Weitere Charakteristika für eine Flamingo sind natürlich seine langen, dünnen Beine. Und besonders schön finde ich das, wenn man ein Bein immer so ein bisschen abgeknickt zeichnet. Der Oberschenkel und Unterschenkel sind ungefähr immer gleich lang. So, genug geübt. Jetzt nehmen wir uns den eigentlichen Block und fangen an, das Ganze richtig zu zeichnen. Ja, ich weiß, der Körper sieht ein bisschen so aus, als hätte der Flamingo einen Fußball verspeist, aber ich sag mal so, ich hoffe, er hat geschmeckt. Bei den Füßen könnt ihr euch relativ einfach und kurz halten, zeichnet einfach so 1, 2, 3 Linien, die so ein bisschen zickzackmäßig sind, sodass es aussehen könnte, als wären es Füße, weil das Augenmerk des Bildes wird sowieso eher im oberen Bereich liegen, weil da später die meiste Farbe sein wird und die Füße fallen dann gar nicht so auf. Dasselbe gilt fürs Gefieder, auch hier müsst ihr nicht die perfekte Feder zeichnen. Macht einfach so ein paar Linien rein, weil das Gehirn setzt im Kopf das schon richtig zusammen und erahnt dann, dass es Federn sein sollen und das reicht dann schon völlig aus. Bevor ich anfange, das Ganze zu kolorieren, gehe ich erstmal mit den Fingern drüber und gucke, ob die Tinte fest ist. Das ist wirklich ein Tipp, den ihr beherzigen solltet, sonst gibt es nachher ganz viel Tränen in den Augen. Zum Kolorieren benutze ich meine tollen neuen pinken Wasserfarben. Und zwar werde ich anfangen mit diesem knalligen Pink hier. Damit mache ich erstmal alles komplett in Pink, bevor ich dann weitermache mit anderen Farbtönen. Jo, Prost, ne? Beim Anmischen der Farbe achte ich immer darauf, dass sie nicht zu flüssig, also sprich zu dünn ist und zu blass ist und auch nicht zu dickflüssig ist. Das heißt, ja, guckt einfach mal, dass ihr das so ein bisschen nach Gefühl macht, dass ihr denkt, okay, jetzt ist die Farbe gut genug, jetzt könnte ich sie auftragen. Probiert es einfach mal aus, ihr könnt im Endeffekt nicht viel falsch machen. Wenn es zu dick sein sollte, dann macht ihr noch ein bisschen Wasser dazu, auch wenn es nachher auf dem Papier schon ist. Aber ich denke, so bin ich zufrieden und jetzt geht's los ans Kolorieren.
An den Stellen, wo ich später den Schatten haben will, nämlich unter dem Gefieder beispielsweise, trage ich dann ein bisschen intensiveres Pink auf. Das heißt, die Farbe ist nicht ganz so krass verdünnt wie vorher. Wenn ich mit der ersten Schicht Pink durch bin, suche ich mir ein etwas dunkleres Pink aus, mische das ebenso an, wie ich das eben gemacht habe und trage dann die zweite Lage auf und achte dann schon darauf, dass ich das nur da auftrage, wo ich auch den Schatten haben möchte. Um das Bild etwas interessanter zu machen, mische ich mir jetzt noch ein schönes Blau an, was ich dann auch noch punktuell hier und da auftrage, weil ich finde, es passt einfach sehr, sehr gut zu Pink und das Auge hat ein bisschen was zu tun. Und weil so viel Spaß macht, gibt es noch ein weiteres Pink, was ich ebenso wie das Blau punktuell hier und da auftrage. Immer da, wo eventuell etwas Schatten hinfallen könnte. Und damit sind wir dann auch schon durch. Zum Finale mische ich mir noch etwas Farbe in den Pinsel rein und achte darauf, dass es besonders dünnflüssig ist, weil wir jetzt so ein paar Kleckse noch auf das Bild machen wollen, was immer sehr, sehr hübsch aussieht. Damit es nicht so aussieht, als würde unser Flamingo in der Luft rumspazieren, bekommt er jetzt noch einen Fußweg, auf dem er unterwegs ist. Natürlich auch in Pink, weil Pink ist einfach eine tolle Farbe. Selbstverständlich könnt ihr den Weg auch noch mit etwas Blau spicken, so wie wir das ja eben auch im Gefieder gemacht haben. Und somit sind wir fertig. Ich hoffe natürlich, mein Tutorial hat euch gefallen. Ich freue mich riesig, wenn ihr das Ganze nachzeichnet, mich in Social Media verlinkt, mir vielleicht ein Abo dalasst und bis zum nächsten Mal. Ciao!